Marcel hier von Modern Music. Willkommen zu einem weiteren Video. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und lernen möchtest, Klavier zu spielen, dann start jetzt gleich und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Wie du so ein Arpeggio-Piano-Pattern über zwei Oktaven spielst, das zeige ich dir jetzt. Du kannst es zur Begleitung deiner Songs nutzen. Ja? Ich habe mir mal vier Akkorde ausgedacht, und zwar ein H-Moll, ja, ist der erste Akkord. Und ich spiele den folgendermaßen gebrochen. Ich starte mit meiner linken Hand, mit meinem kleinen Finger auf dem Grundton H, gehe dann über die Quinte dem Fis mit meinem zweiten Finger zur Oktave, wieder dem H, und setze jetzt über auf die None, ja, dem Cis, dann mit meinem zweiten Finger zur Dezime, ja, oder man kann auch Mollterz sagen, dem D, ja, und spiele mit meinem Daumen dann noch einmal die Quinte hier oben und gehe noch einmal übers D zum Cis zurück, ja. Und wenn ich das in Achteln spiele, dann klingt das so. 1 und 2 und 3 und 4 und du hörst, ja, ich fülle einen Takt aus. Und ganz wichtig ist, wenn du hier jetzt hochspielst, machst du einen Übersatz mit deinem dritten Finger. Und wichtig ist, dass du nicht sowas hier machst, ja, sondern dass du, ja, mit deiner Handfläche im Grunde über den Daumen gehst. Das muss man ein bisschen üben, damit das schön geschmeidig, ja, hier hochgeht, ja, dass der dritte Finger schön auf dem Cis landet. Und dann kannst du weitergehen. Also 1 und 2 und 3 und 4 und sehr schön. Dann geht es weiter mit einem G-Dur. G, D, G, wieder der Übersatz mit deinem dritten, zur None, dem A, ja, zur Dur-Terz, dem H, und zur Quinte und wieder zurück. Ja. Noch einmal. 1 und 2 und 3 und 4 und, ja, und ich halte auch immer schön das Pedal dabei. Ja. Klingt das schön voll und weit. Dann geht es weiter zu einem D-Dur. D, A, D, Übersatz auf die None E, Fis, Dur-Terz und das A, die Quinte, zurück. Ja, 1 und 2 und 3 und 4 und zu guter Letzt spiele ich das Ganze mit einem A-Dur, also A, E, A. Dann Übersatz zum H der None, zur Dur-Terz, dem Cis und zum E meiner Quinte. Ja? Dann klingt das 1 und 2 und 3 und 4 und ja. Das ist mal dieses coole Pattern, dieses Arpeggio-Pattern über zwei Oktaven der linken Hand. Okay? Wenn du übrigens die Noten zu diesem Tutorial suchst, ja, zum Herunterladen und Ausdrucken, als auch zu all meinen anderen Tutorials, dann findest du sie wie immer in unserer YouTube-Kanalmitgliedschaft und den Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. So, was können wir jetzt zum Beispiel mit der rechten Hand spielen? Wir können es wirklich einfach halten. Angenommen, du begleitest dich jetzt mit diesen Akkorden, dann spiele ich einfach Grundstellung, ein H-Moll. Schau mal, das klingt richtig gut. Noch einmal, dann spielen wir über zwei Takte das Ganze. Wenn du es ein bisschen, ja, rhythmischer machen möchtest, kannst du in der rechten Hand auch halbe Noten spielen, also 1 und 2 und 3 und 4 und also immer auf 1 und auf 3, okay? Und das über zwei Takte. Also, wir starten nochmal mit dem H-Moll. 1 und 2 und 3 und 4 und noch einmal 1, 2 und 3 und 4 und dann gehe ich in eine erste Umkehrung G-Dur, ja, H-D-G, spiele links mein Pattern weiter. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ja, dann zu einem D-Dur, ja, Grundstellung D fürs A mit meinem Pattern links und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und am Ende noch zu einem A-Dur in Grundstellung mit dem Pattern zusammen 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ja, und dann
komme ich wieder bei meinem H-Moll raus. Wenn du Hilfe benötigst, solche Arpeggio-Pattern auf deine eigenen Stücke, auf deine eigenen Begleitung zu übertragen und du da nicht weiterkommst oder vielleicht sagst du auch, das ist dir hier gerade noch ein Step zu hoch, einfach zu krass, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich meldest für unser 1:1 Online-Piano-Coaching. Da arbeiten wir beide, du und ich, zusammen, du an deinem Instrument zu Hause über dein Laptop, Tablet oder Smartphone technisch wirklich ganz einfach einzurichten und ja, da genießt du wirklich dein Coaching einmal die Woche. Wenn du da Lust zu hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dich meldest über unser Formular. Das findest du unten in der Videobeschreibung und ja, jemand aus meinem Team oder ich selbst rufen dich dann zurück und wir quatschen einfach mal, wie wir da zusammenkommen. Wenn du dem Ganzen hier noch mehr Drive geben möchtest, dann kannst du jetzt genauso wie links auch in deiner rechten Hand Achtel spielen. Ja, wir nehmen uns wieder unseren H-Moll-Akkord in Grundstellung und spiele ich immer von oben. Dann ist der Takt voll, ja, also 1 und 2 und 3 und 4 und dieses Pattern übertrage ich jetzt auf alle meine vier Akkorde. Wenn ich das mit links zusammenspiele, wir machen es mal wirklich langsam, dann klingt das so. 1 und 2 und 3 und 4 und, ja, noch einmal, 1 und 2. Sehr schön. Dann zum G-Dur. 1 und 2 und 3 und 4 und. Gut, zum D-Dur. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und am Ende zum A-Dur. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir spielen das noch einmal jetzt jeden Akkord für zwei Takte jeweils und etwas schneller im Fluss, okay? Und. Wenn du Lust hast, noch ein weiteres Arpeggio zu lernen, dann schau dir mal unbedingt dieses Video hier an. Wenn es dich heute weitergebracht hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lass gerne ein Abo hier und ich würde mich natürlich freuen, dich auf meinem Kanal immer mal wieder zu sehen und sage bis dahin, dein Marcel von Modern Music.